Dritter Punkt ist der heute vorgestellte Bericht der sogenannten Rühe-Kommission zum Parlamentsvorbehalt gegenüber Bundeswehreinsätzen im Ausland. Wir bewerten das, was dort auf den Tisch gelegt wird, als einen ganz klaren Bruch mit der bisherigen Praxis, die ja auch das Grundgesetz vorschreibt, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, wo auch das deutsche Parlament darüber entscheiden muss, über jeden Einsatz. Jetzt soll es ja verschiedene Einsatztypen geben und bei 7 dieser Einsatztypen soll in Zukunft die Bundeswehr eingesetzt werden können, ohne dass das deutsche Parlament beteiligt wird und ohne dass es entscheidet darüber. Wir finden, das ist absolut inakzeptabel, weil damit besteht die Gefahr, dass der Einsatz der deutschen Armee am Ende entschieden wird in Brüssel oder in Washington, dass Obama im Grunde so ein indirekter Oberbefehlshaber der deutschen Bundeswehr wird. Das, finde ich, kann man überhaupt nicht akzeptieren, wenn die deutsche Armee eingesetzt wird. Und da bleibt natürlich unsere Position, wir wollen keine Auslandseinsätze. Aber das Mindeste ist, dass das Parlament über jeden Einsatz entscheiden muss. Und dann müssen zumindest die Mehrheiten hier im Parlament dann auch dafür sein, wenn sie eingesetzt werden sollen. Alles andere, dieses Parlament auszuboten, ist inakzeptabel. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Ich sehe, dass es... Ach, doch eine, bitte. Eine Nachfrage zum eben vorgestellten Eckpunktepapier der SPD zur BND-Reform. Darin will die SPD, dass auch Ausländer vom BND nicht mehr anlasslos aufgeklärt und ausspioniert werden können. Können Sie das teilen oder was sagen Sie dazu? Wir finden ja schon lange, dass natürlich der BND deutlich stärker kontrolliert werden muss. Er hat ja in der Vergangenheit ganz klar deutsches Recht gebrochen. Er hat die Bespitzelung von Deutschen, von europäischen Bürgern mit orchestriert. Insoweit begrüßen wir zwar, dass es da eine strengere Rechtspraxis geben soll. Wir finden aber das, was die SPD jetzt vorlegt, völlig unzureichend. Die SPD ist natürlich in einem gewissen Legitimationszwang. Herr Gabriel hat ja erst ganz groß die Backen aufgeblasen in der BND-Affäre. Es ist aber nichts als heiße Luft rausgekommen. Noch nicht mal die Selektorenliste wird veröffentlicht. Und jetzt versucht, glaube ich, die SPD auch so ein bisschen Aktivität vorzutäuschen. Wir finden, es muss wesentlich strenger geregelt werden und es bleibt unsere Forderung, dass die Kooperation von BND und NSA so lange auf Eis gelegt gehört, solange es kein No-Spy-Abkommen gibt. Solange darf es überhaupt keine Belieferung der NSA mit Daten europäischer Staatsbürger, europäischer Politiker mehr geben. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen und wünschen einen wunderschönen Tag. Tschüss.